du sollst nicht mit deiner Mutter streiten. Nach der Schule kommst du gleich nach Hause und hilfst dir. Hast du verstanden? Großvater sagt, Kind, das mal nur einmal. Für unsere Familie sorge ich. Und solange ich das tue, tust du, was ich sage, klar? Ja, Dad. Verdammt, Hilly! Entschuldigung. Warte auf mich! Und knall die Tür nicht so zu! Ach, du. Hilly ohne Missgeschicke ist wie McDonald's ohne Hamburger. Ja, ja. Du gehst sehr streng mit ihm um. Irgendjemand muss ihm doch sagen, wo es lang geht. Dein Vater verwöhnt die Jungs viel zu sehr. Sie bedeuten ihm alles. Er liebt sie. Neue Tricks, viele vergnügliche Stunden für den jungen Zauberkünstler. Ich hab gedacht, der Kasten macht dir Freude. Gefällt er dir? Ja, der ist toll. Naja, obwohl... Obwohl was? Weißt du, Dad sagt, das ist Quatsch, es gibt keine Magie. Wenn Männer zu Vätern werden, werden sie vergesslich. So sind nun mal die Erwachsenen. Aber du bist auch erwachsen. Nein, ich bin ein alter Mann. Kinder und alte Menschen glauben an die Magie, egal was andere Leute sagen. Hier ist sogar ein Wald, der magisch ist. Ein Wald? Ja, draußen bei der Anderson Farm. Zu meiner Zeit nannten wir den Wald Indianerwald. Heute nennt man ihn den Feuerwald. Aber egal wie er heißt, es ist ein magischer Wald. Die Indianer glaubten daran. Und ich auch. Spukt es denn dort? Oh ja, der Wald ist voller Geister. Du musst auf der Hut sein, wenn du dorthin gehst. Und Hilly, versprich mir, dass du niemals allein in den Wald gehst. So, Davy, am besten nehmen wir denn... Warum immer Davy? Erst hier drauf und dann da. Gut. Aber dann hast du noch ganz schwarze Finger. Seht ihr, auf diese Art kommen wir zu Fingerabdrücken. Alle gesehen? Prima. Und jetzt hier. Kommt hier rüber. Hier könnt ihr die Zellen sehen, in die wir die Leute einsperren, die gegen das Gesetz verstoßen. Wenn er dann wieder lieb ist, darf er raus? Ja, dann darf er raus. Und hier ist unsere Telefonzentrale, an der Mrs. Paulson alle Notrufe entgegennimmt, um sie weiterzuleiten. Nicht wahr, Mrs. Paulson? Ja, genau so ist es. So, jetzt dürft ihr noch was sehen. Ich zeige euch das Klassenzimmer. Was für ein Klassenzimmer? Das mögt ihr ganz sicher. Kommt mit. Wisst ihr, als ich früher so klein war wie ihr, waren meine Eltern oft auf Reisen. Und aus jedem Land brachten sie mir eine Puppe mit. Und so kam ich zu Puppen aus Afrika, Südostasien. Ich habe Puppen aus der ganzen Welt. Sind die ihr Hobby? Oh ja, mein Lieblingshobby. Meine Freunde bringen mir, wenn sie unterwegs sind, jedes Mal eine neue Puppe mit. Bitte Norma nicht, sonst geht womöglich noch was kaputt. Ist schon gut, lassen Sie nur. Jojo geht schon nicht kaputt. Los, du musst fest dran ziehen. Ich heiße Jojo. Und wie heißt du? Warum müssen wir jetzt schon gehen? Ich will noch da bleiben. Oh Mann, nur wegen Davy. Ich habe noch nie so viele Puppen auf einmal gesehen. Weißt du was? Irgendwann kommst du vorbei und dann sehen wir sie uns nochmal an, okay? Ganz allein. Nur wir beide. In Ordnung? Bis dann, Davy. Bis dann. Ich hatte den Jungen ganz schön erschreckt. Kommt schon. Wer von euch ist das gewesen? Postamt Haven Paulson? Hallo Joe, ich bin's. Hallo Schatz. Sei pünktlich zu Hause. Heute gibt es Hühnchen à la Kiew, so wie es die Russen essen. Wenn man reinpiekt, spritzt einem echte Butter entgegen. Es tut mir so leid, Schatz, aber ich fürchte, es wird heute wieder länger dauern. Oh Joe, ich bitte dich. Nicht schon wieder.
Deine neue Vorgesetzte scheint ja ein echter Tyrann zu sein. Allerdings, Schatz. Sie nimmt mich härter ran als Charlie Esterbrook, weiß Gott. Riech dir von mir aus, dass ich meinen Mann gern zum Essen zu Hause hab, ja? Ja, Schatz, mach ich. Ich muss jetzt auflegen. Bis später. Diese Frau bringt ihn noch ins Grab. Bist du bereit? Ach, ob ich bereit bin, willst du wissen. Ich bin so bereit. Ich will's jetzt mit dir treiben. Jetzt und sofort. Nichts könnte mich jetzt aufhalten. Gar nichts. Nicht mal ein Erdbeben. Nichts auf der Welt. Nicht mal ein Orkan. Oh, du machst mich so geil, so. Du starker Held. Red weiter so. Oh, wie sagen wir es deiner Frau? Bei denen es üblich war, die Leichen nicht in Särgen, sondern in Büffelhäuten zu beerdigen. Was willst du? Spazieren gehen? Okay, gehen wir. Komm, komm schon. Bleib stehen. Einmal noch, ja? Alles klar? Pass auf. Geh, hol den Ball. Geh und hol ihn. Was ist denn mit dir los? Hast du nicht gesehen, wo er hingeflogen ist? Wohin führst du mich? Oh Gott. Mir ist nichts passiert, John. Konservendose, hm? Lass mich mal sehen. Au! Na, was ist das? Und bin Alkoholiker. Hallo. Ich habe seit ungefähr einem Jahr nichts mehr getrunken. Nicht, dass mir nicht danach gewesen wäre. Weiß Gott nicht. Mein Hauptproblem ist wohl, dass ich mich generell nur sehr schwer beherrschen kann. Wissen Sie, hier drin, da sitzt ein kleiner Techniker, den man schon vor Urzeiten hätte rausschmeißen sollen. Immer wenn ich trinke, dann verändert sich mein Wesen. Ich tue dann die dümmsten und verrücktesten Sachen, ohne es zu wollen. Wie ein Monster. Meine Freundin Bobby sagt immer, die Einsicht ist nur der erste Schritt. Man muss aber auch danach handeln. Das ist viel wichtiger, tja. Nun habe ich demnächst eine Lesung und muss vor Publikum eins meiner Gedichte vortragen. Das ist vermutlich meine letzte Chance, um herauszufinden, ob ich als Dichter noch etwas tauge oder lieber aufgeben sollte. Ich habe schreckliche Angst, dass ich es ohne einen Drink nicht schaffe. Tja. Ich habe eine tierische Angst. Ich freue mich, dass du es mir persönlich gebracht hast. Aber du hättest es mir genauso gut auch schicken oder faxen können.
Ist im Service drin, Brucey. Ich danke dir. Das ist sehr... Hast du in nächster Zeit irgendwas in Derry zu tun? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum fragst du? Nur so. Ich wollte es nur wissen. Tja. Ladies. Bis dann, Butch. Wiedersehen. Was ist? Ich schätze, er will was von dir. Red doch keinen Unsinn. Ich bin in einer Stunde wieder da. Irgendwas Neues? Hier ist alles ruhig, Captain. Und, haben Sie sie gefragt, ob sie mit Ihnen auskennen will? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als sich um mein Privatleben zu kümmern, Jingles? Wie wäre es denn, wenn Sie in der Gegend mal die Raststätten abklappern würden und auf Hygiene kontrollieren? Jetzt mach's mal halblang, Butch. Nur weil sie die Frau deines Partners war und einen guten Sheriff abgibt, ist das noch lange kein Grund, nicht dem Ruf deines Herzens zu folgen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Leck mich. Er hat recht. Denken Sie an Ihr Alter. Und keiner von euch wird jünger. Becker? Hm? Würdest du jetzt bitte vom Fenster weggehen und dich wieder deiner Arbeit widmen? Okay. Sein wie er. Schlaf jetzt weiter. Der Boiler gibt demnächst auch seinen Geist auf. Ich besorge einen neuen, solange du weg bist. Nein, sieh zu, dass er es noch ein paar Wochen macht. Ich kümmere mich dann drum, wenn ich wieder da bin. In Ordnung. Oh, Pete und ich haben heute noch einen Rest Brennholz entdeckt. Hm. Wolltest du nicht anfangen zu schreiben? Ich bin momentan irgendwie noch blockiert. Kein Grund für Vorhalt. Dann haben also das verführerische Schulmädchen und der mürrische Büffeljäger noch nicht zusammengefunden, ne? Ich hasse dich. Geht's dir gut? Hab mich nie besser gefühlt. Nie besser. Richtig für dein altes Gebiss. Ich hab's mir also nicht nur eingebildet. Er scheint rechts tatsächlich wieder sehen zu können. Sehen wir einfach mal genauer nach. Hey! Hey! Tut mir leid, das tut er sonst nie. Peter! Können Sie mal bitte schnell kommen, Doktor? Einen Moment, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Hey, 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 was hält? Ah!
Blatt, dem dürfte unser letzter Dichter bekannt sein. Das Buch war damals für viele Kritiker eine der bedeutendsten Veröffentlichungen dieses Genres. Er wird uns nun als krönenden Abschluss eines seiner neuesten Werke vorlesen. Liebe Freunde zeitgenössischer Lyrik, James Eric Gardner. Heute Abend, um meinem Ruf gerecht zu werden, eins meiner jüngsten radikaleren Werke vorlesen. Aber ich habe mich besonnen und werde Ihnen etwas aus meinem alten Buch vorlesen. Es ist ein Liebesgedicht und heißt Der letzte Weg. Es ist für Bobby Anderson. Nur für dich. Ich wurde im Glauben erzogen, dass Gott Liebe sei. Aber wie liebevoll ist ein Gott, der dem Menschen die Fähigkeit gibt, auf dem Mond zu landen und dessen Horizont so beschränkt, dass er die Unendlichkeit nicht versteht. Denn er wird ewig danach forschen und niemals aufgeben. Es ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Eines Nachts träumte ich, ich hätte dich gefunden. Die Illusion machte den Traum wirklich. Wirklicher noch als eine Fata Morgana. Deine Augen sahen zu mir hoch und erblickten den, der ich wünschte zu sein. Und nach all diesen Ängsten und Zweifeln, nach all diesen unbeantworteten Fragen und unwirklichen Träumen, machte ich mich auf den Weg in die Heimat. Ein weiter Weg. Aber es war der letzte Weg. Und dort warst du. Auch bestimmt das richtige Zimmer. Er ist mit dem Literatenzirkel unterwegs. Ja, es war das Richtige. Wollen Sie meine Nachricht hinterlassen? Ja, richten Sie ihm bitte. Nein, lieber nicht, danke. Ich versuch's nachher. Nachher nochmal. Irgendwie kann ich's einfach nicht fassen. Sie haben gesagt, dass grauer Star nicht heilbar sei. Wir müssen herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Tja, Kleiner, du bringst mich auf eine Idee. Ich sehe mir das mal genauer an. Kommst du, spielst sonst nur wieder verrückt. Also geh ins Haus. Na los. Braver Junge. Verstehst du? Widerlich. Wow, woran ist der wohl gestorben? Bestimmt hat er was Giftiges gefressen. Oder man hat ihn den Göttern geopfert. Psst.
Was ist? Hörst du das nicht? Gefallen, Mr. Gardner. Das freut mich, danke. Ich heiße übrigens Jim. Hier. Danke. Soweit alles klar, Gardner? Oh, Patricia. Interessiert dich das wirklich? Das ist Tonic Water. Zweifeln ist doch noch gestattet. Du zweifelst, seit ich dich kenne. In meinen Augen hast du einen Knall, das ist alles. Immerhin hatte ich heute den größten Applaus. Ich bezahle dich für neue Sachen. Und nicht für alte. Wann hast du das letzte Gedicht veröffentlicht? Wann hast du überhaupt in letzter Zeit was Gutes geschrieben? Denen machst du was vor. Aber nicht mir. Du bist nichts als ein Trinker. Der warst du und der wirst du immer bleiben. Jetzt versuchen wir es mit Wodka. Wie Sie ihn wünschen, Mr. Gardner. Halt, ich denke, das können wir weglassen. Ich trinke ihn pur. Hallo Pearl, wie geht's dir? Guten Hallo Tag, Pearl. Lange nicht gesehen. Was kann ich für dich tun? Naja, das Übliche, waschen und irgendwie aufplustern. Also, oh, Quatsch, das Übliche. Hör nicht auf die Pearl, du musst sie heute richtig herausputzen. Sie hat nämlich eine Verabredung mit einem... Hältst du deinen Mund? Mann, Becker, hör auf damit. Sie geht mit Butch Dugan ins Kino. Schreib's doch am besten gleich in die Zeitung. Wenn du hier fertig bist, stecken wir dich in ein hautenges Kleid. So als wie Michelle Pfeiffer trägt, weißt du? Dann siehst du aus wie ein Mann. Bitte. Okay. Oh, Pearl, hattest du nicht diesen neuen Lippenstift mit passendem Nagellack reingekriegt? Oh, ja. Oh, mein Gott. Final Passion. Nein. Nein, herzlichen Dank. Aber irgendwo ist Schluss. Tut mir leid. Oh, das würde dir so gut stehen. Ja. Ja, Ruth hat recht. Wir wollen doch nicht, dass unser Sheriff wie ein kleines Flittchen aussieht. Und abgesehen davon habe ich gerade mein letztes Paar an die Postmamsell verkauft. Gott sei Dank, da bin ich aber beruhigt. Ladies. Hi, Nancy. Hey, Nancy. Tja, dann. Bis bald, meine Lieben. Bis bald, bis Nancy. Bald, Nancy. Das war aber knapp. Ja. Wo bist du gewesen? Er war im Wald bei Bobby Anderson. Aber nicht im Feuerwald. Doch. Obwohl du genau gewusst hast, dass wir das nicht wollen? Du hattest recht, Grams. Der Wald ist verhext. Ab nach oben, junger Mann. Böse verhext. Hast du nicht gehört? Ja, Filmen, das scheint ja wohl deine Schuld gewesen zu sein. Warum? Die Jungs streuen nun mal gern herum. Ich war genauso, als ich so alt war. Solange du unter meinem Dach lebst, würdest du dich bitte nach meinen Regeln richten? F. Tut mir leid. Ist irgendwas? Ja, der Schädel tut so weh. Irgendwas muss mich gestochen haben, als ich ihn im Wald abholte. Es könnte auch was Ernstes sein, eine Grippe. Soll ich den Arzt anrufen? Nein. Er sagt mir nur, dass ich viel trinken soll und Ruhe brauche. Das wird schon wieder. Psst. Wie war sein Name nochmal? Mr. Nein, nichts haben, nichts haben. Der klang irgendwie so, als würde man gurgeln. Genauso klingt der Argelbagel. So ähnlich. Arbogaster. Nein, Argelbagel. Argelbagel klingt doch viel besser, finden Sie nicht? Mr. Argelbagel! Hallo! Vielleicht sollten Sie jetzt nach Hause gehen. Ja, Herr Wurzler, Sie haben recht. Ich sollte wirklich nach Hause fahren.
Und ins Bett, so dass ich morgen wieder in der Arena stehen, mein Werk vollenden kann. Gute Nacht. Gott sei Dank waren die Amerikaner wegen des Vorfalls in Tschernobyl nicht so hysterisch, sodass wir unsere Pläne verwirklichen können. 26 Todesopfer, ja, aber vergangenen Monat kam bei einem Flugzeugunglück knapp 200 Menschen ums Leben. Sollen wir deswegen alle Fluggesellschaften schließen lassen? Nein. In Tschernobyl sind es kleine Kinder. Kinder, die sterben, wussten Sie das? Unschuldige kleine Kinder. Kinder, die noch nicht mal geboren sind. Stimmt's oder habe ich recht, Mister? Kilowatts. Dich lege ich noch aufs Kreuz. Oh, Patricia. Wirklich? Ich war schon immer heiß drauf, mich von dir flachlegen zu lassen. Sollen wir oben miteinander vögeln oder hast du es lieber, wenn dabei ein paar Leute zusehen, hä? Ja. Ich schwöre dir, dass du nirgendwo mehr einen Fuß auf die Erde kriegst, du ekliges, widerliches Streichsüchtig. Oh. Oh. Hey, sie! Dämliches Arschloch! Andere, andere, andere! Hören Sie auf damit! Halten Sie mit auf! Hören Sie auf, doch, was ist? Helfen Sie mir bitte, ist das alles, was Ihnen einfällt, Mr. Atomstrom? Mr. Kilowatts? Du dreckiger kleiner Pissarsch. Nee, Sie verschwinden jetzt besser. Die Ladies haben die Polizei. Scheiße, das hätte ich nicht tun sollen. Jemand Sie überbraten? Nein, es bringt Pech, wenn man einen Regenschirm im Haus öffnet. Auf Wiedersehen, mein Freund. Wiedersehen, Sir. Wiedersehen. Und wenn ihr auch sowieso nichts mehr mitkriegt, so merkt euch wenigstens das. Gott hasst alle Feiglinge. Ja! Schon wieder gemacht. Bobby. Bobby! Danke, dass Sie mich mitnehmen. Ich heiße übrigens Jack Kimble. Hallo, Jack. Ich bin Vertreter. Ich verkaufe Staubsauger. Ich komme ziemlich weit rum. Man muss den Leuten den American Dream verkaufen. Und wie heißt du und was machst du, Freund? Mein Name ist Jim Gardner. Und mein Beruf ist Dichter. Ich habe noch nie einen Dichter kennengelernt. Also, wo möchtest du denn abgesetzt werden? Ich will an den Ort, wo man allen zu jeder Zeit Einlass gewährt. Oh, das klingt gut. Das klingt wirklich richtig gut. Da hinten ist eine Thermoskanne Kaffee und eine prall gefüllte Tüte Donuts, falls du Hunger hast. Danke. Ich krieg richtig Hunger. Vielleicht kommt was Gutes im Radio. Verdammt. Was war das denn eben? Hast du ein Problem? Nichts Schlimmes. Hier, siehst du das? Ja, hast du dich geprügelt? Nein, man fuhr gegen einen Baum. Ach, wie ist das passiert? Als ich 17 war, da wollte ich unbedingt auf der Piste einem hübschen Mädchen imponieren. Als ich aufwachte, hatte ich eine Stahlplatte im Kopf. Deswegen habe ich ab und zu Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Oh mein Gott, sei froh, dass du noch lebst. Haben die Ärzte auch gesagt. Was sie nicht gesagt haben, war, dass ich ab und zu auf Mikrowellen oder Radiowellen anspreche. Oh Mann, das ist vielleicht verrückt.
Diesen Trick macht dir so schnell keiner nach. Ja, ein toller Trick. Verstehst du? Gute Nacht. Vielleicht kommen sie noch. Hier, deine Donuts. Danke. Du siehst richtig gut aus. Oh, danke, Butch. Du auch. Na, es geht. Der Film hat mir gefallen. Ja, mir auch. Darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich, frag nur. Warum bist du hier geblieben, nachdem Ralph gestorben ist? Tja, erstens, weil ich Städte nicht so sehr mag. Und dann ist man nach einer Weile hier irgendwie verzaubert. Diese Gegend hat etwas. Darf ich dich jetzt etwas fragen? Immer. Warum hast du nie geheiratet? Ich? Welche Frau würde schon so einen Kauz wie mich heiraten? Da wären schon einige. Ja, zum Beispiel... Bleib doch da. Was ist denn? Nichts. Ich habe nur daran gedacht, dass ich morgen früh aufstehen muss. Lass uns gehen. Gern. Ich weiß schon, was wir fangen. Die magische Guillotine. Ihr werdet gleich sehen, wie scharf sie ist. Seht genau her. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Nein, ich brauche gar nicht eine Frage. Du, Barney Applegate. Was, ich? Hoffentlich weißt du auch, was du da tust.
So, steck deinen Finger hier durch. Barney hat Mut. Das würde ich nicht tun. Das Ding ist wirklich scharf. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. Für den nächsten Trick brauche ich wieder einen Freiwilligen. Ich will auf Hilfe, bitte! Mr. Allison. Lieber nicht. Nein, Hilly. Oh, bitte, ich will doch in Ordnung, wenn ihr wollt. Aber mach's bitte kurz. Und jetzt der Trick mit dem schwarz-weißen Hasen. Zuerst ist er weiß. So, bitte öffnen Sie den Kasten wieder, Sir. Okay. Tut mir leid, Mr. Allison. Geben Sie mir noch eine Chance. Ich könnte den Geldvermehrungstrick zeigen. Nochmal vielen Dank. Was hätte ich finden sollen? Ich glaube, es war für dich bestimmt. Was? Wovon redest du? Naja, wenn du es siehst, verstehst du es vielleicht. Dann kannst du es anfassen hey, und... Hey, bist du irgendwie heil? Hast du was genommen? Reine Freude. Ein Wundergard. Zuerst habe ich geglaubt, es sei ein Auto wie damals, als wir die Hufe gefunden haben, weißt du noch? Ja. Ich hätte genauso gut 40 Jahre lang dreimal am Tag daran vorbeilaufen und nie darüber stolpern können. Oh, alles in Ordnung? Ja, nichts passiert. Aber lauf mal ein bisschen langsamer. Ich weiß, ich bin ein bisschen durcheinander. Ja. Ich habe auch nicht geschlafen und sollte mal was essen. Aber ich schwör's dir, Gard, es hat irgendetwas in mir ausgelöst. Ich habe auf einmal so viel Energie und so viele gute Ideen und... Ich weiß nicht, ich... Du willst mir erzählen, dass das Ding dort im Boden dich so verändert hat. Glaubst du das? Na ja, bei Pete hat es auch etwas ausgelöst. Ja, wirklich, seine Augen sind besser. Der graue Star ist weg. Moment, bitte, Schatz. Was? Sag mir doch endlich, was hier los ist. Das geht nicht. Ich muss es dir zeigen. Warte nur, bis du es siehst. Du wirst es nicht glauben, Gard. Komm! Alles okay? Hier ist es. Wow. Das ist das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Ja, das stimmt allerdings. Verrückt. Aber was zum Teufel ist das? Keine Ahnung. Sekunde, ich will dir noch was zeigen. Achte darauf, was gleich geschieht. Yeah.
Ich glaube, es hat jetzt aufgehört zu bluten. Oh. Oh Gott, du hast mich zu Tode erschreckt. Ist gut, es geht schon wieder. Was war das? Was ist passiert? Keine Ahnung, als ich das Ding angefasst habe, ist mir fast der Kopf explodiert. Das war wie ein Delirium. Ich kann nicht glauben, dass die Steine dafür die Ursache gewesen sind. Tja, vielleicht war es ja auch ein Zufall, wer weiß. Mir ging's die letzten paar Tage sowieso nicht gut. Das konnte ich nicht wissen. Als ich unterwegs war, da hatte ich auf einmal ein ziemlich ungutes Gefühl. Ich dachte, du wärst in Schwierigkeiten. Bist du deshalb schon hier? Mein Held. Scheiß Held. Ich bin abgestürzt. Wieso? Ich hab wieder gesoffen. Tut mir leid. Es tut dir leid, das sagst du einfach so. Nach all dem, was wir hinter uns haben, tut es dir ganz einfach nur leid. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich war erfolgreich, aber du warst nicht da, um den Erfolg mit mir zu teilen. Ich hatte einfach keinen... Komm schon, sag was. Fahr doch zur Hölle. Darf ich reinkommen? Hat in der Schule wohl nicht ganz so geklappt, hm? Alles hat gelacht. Na und? Über Columbus hat man auch gelacht. Ist doch egal, was die denken. Ist es nicht? Ich hatte mich so angestrengt. Ich wollte einfach perfekt sein. Das warst du bestimmt auch. Dir hat das Lampenfieber einen Streich gespielt. Fast alle Künstler haben das, Helly. Und der Trick ist, dass man, wenn man vom Pferd fällt, sofort wieder aufsteigt. Du meinst, dass ich einfach von vorne anfangen soll? Nur nicht aufgeben. Das unterscheidet nämlich die Gewinner von den Verlierern. Sie versuchen es nochmal. Könntest du mir bitte wenigstens einen Augenblick zuhören? Ich war machtlos. Was rede ich da? Ich habe nicht mal versucht, mich zu beherrschen. Ich habe getrunken. Ich bekam einen Riesenapplaus für dieses uralte Gedicht, seien wir doch mal ehrlich. Ich habe seit Jahren nichts mehr geschrieben, was auch nur halbwegs gut gewesen ist. Seit Jahren. Ich bin nur ein Schaumschläger. Vielleicht war ich das immer schon. Ich weiß, wie schwer es dir fällt, das zu glauben, und es tut mir auch wirklich leid. Du bist der einzige Mensch, dessen Liebe mir was bedeutet. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn du mich verlässt. Weißt du immer noch nicht, dass ich das nie tun würde, Gard? Thank you.
Ja. Ja, verstanden. Hilly? Hilly? Mit wem redest du da? Das heißt, ich nehme sie einfach und dann funktioniert's? Ich bin Jess Stewart und begrüße Sie zu unserer Show Die Teufel. Diese drei reizenden Damen hier neben mir spielen jetzt gleich um eine atemberaubende Nacht mit unserem unwiderstehlichen Herzensbrecher Larry. Hier. Nein, hey, pass doch auf. Hör doch auf, Nancy. Siehst du, jetzt bin ich fast gegen meinen Wagen gefahren. Nein, ich muss nach Haus. Der Bäcker wartet auf mich. Ich muss wirklich gehen, komm wirklich. Schon, ich kann es nicht mehr erwarten. Ach, ich muss gehen, es wird wirklich Zeit. Versuch's doch, komm, war schön einzufrauen. Bitte, komm, hör doch auf. Da ist irgendwas. Vielleicht ist das der böse Wolf. Ich mach keine Witze, Nancy, wirklich, da ist irgendwas. Das komm, ist schnell. Nur ein Schwildwein, Joey. Nur ein Schwildwein. Was ist denn? Was ist denn? Ich bin nur so schnell wie möglich hier weg. Was ist das? Ich will hier raus. Nach Hause fahren, Joe. Rebecca? Ja? Schatz, ich suche ein frisches Hemd. Weißt du, wo eins sein könnte? Wieso hast du mich gestern Abend nicht mehr aufgeweckt? Weißt du, es war schon sehr spät. Oh, wie gesagt, es war schon sehr spät und ich wollte dich nicht aufwecken. Du hast tief geschlafen. Aber wenigstens anrufen hättest du können. Ich habe mir Sorgen gemacht. Schatz, ich war mitten im Wald. Wo hätte ich da telefonieren sollen? Weißt du, ich hatte dir gestern Abend dein Lieblingsgericht gekocht. Oh, das tut mir leid, wirklich. Dann hatte ich extra dein Lieblingsnachthemd angezogen. Tut mir leid. Wo sind die Fische, Joe? Welche Fische? Na, du weißt schon, die Fische. Erstens bin ich ein schlechter Angler, zweitens bist keiner an und drittens hätte ich jetzt gern ein frisches Hemd. Du wolltest ja, doch gestern bügeln, oder nicht? Ich hab sie in die Schublade getan, dort, wo und sie immer sind. Dort sind sie eben nicht, Schatz. Mein Gott, ich will nur ein gebügeltes Hemd. Ist das zu viel verlangt? Was gibt's? Kannst du mir helfen? Ich brauche Batterien. Batterien? Ja, und noch ein paar andere Sachen. Ich habe hier eine Liste. Aber wozu, mein Junge? Ich habe einen nagelneuen Trick. Den führe ich an meinem Geburtstag vor, am Samstag. Neuer Trick? Ist er auch gut? Er ist nicht nur gut, er ist klasse. Der beste, den die Welt je gesehen hat. Die Leute werden jubeln vor Begeisterung. Den Trick werden sie in ihrem Leben nie vergessen. Hey. Hallo, wurde aber auch Zeit. Bist du schon lange wach? Seit Stunden. Wirklich? Frühstück ist fast fertig. Komm her. Du musst dich mal rasieren. Mir steht der Sinn viel eher nach einer heißen Dusche. Danach wäre mir jetzt. Ach ja? Tja, dann tu's doch einfach. Moment mal, wir hatten doch vereinbart, dass du den Klempner nicht anrufst. Ich hab selbst repariert. Ich hab den Boiler repariert, während du weg warst. Na, Piti, war die Heimwerkerin wieder zugange? Was soll das? Traust du mir das etwa nicht zu?
das ist? Also, was ist der Trick dabei? Es ist kein Trick. Es war wie eine Art Eingebung. Ich hörte eine Stimme, die mir sagte, dass sie selbst was gegen den kaputten Boiler tun könnte. Und jetzt funktioniert er wieder. Augenblick jetzt. Mal ganz sachte. Du meinst doch nicht etwa, dass das Ding dort draußen zu dir spricht? Ja. Als ich gerade dabei war, es freizulegen, gab es sowas wie eine Gedankenübertragung. Jetzt wirst du ein kleiner Einstein, hm? Nein, nein. Bei Einstein war das anders. Er wusste, was er tat. Ich dagegen wusste das nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung gehabt, wie so ein Ding eigentlich funktioniert. Erst als ich davor saß, wusste ich, was ich tun musste. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich weiß nur eins. Du und ich, wir zwei müssen es herausfinden. Gar, dieses Ding ist faszinierend, übernatürlich. Ich will mit dir herausfinden, was dahinter steckt. Ich sollte es mir patentieren lassen. Hey, was ist denn das Verrücktes? Meine neue Erfindung. Wow, und wozu ist das Ding gut? Das ist eine Postsortiermaschine. Kommen Sie sie dir an. Wahnsinn. Und wozu ist diese hübsche Flagge hier? Ne? Wow, das hier ist Haven Village, RFD1, Dairy Road. Ich kann's kaum fassen. Wie bist du nur auf diese Idee gekommen? Keine Ahnung. Clever, hä? Ich muss schon sagen, beachtlich. Und das für eine Frau. Ich bin überwältigt, Nancy. Was soll das denn bitte heißen? Hat's dir denn gestern nicht gefallen? Wie ist mir gefallen? Die Karnickel sind ja aufeinander losgegangen. Zwischen uns ging's ab wie ein Feuerwerk. Was sollte ich mich da beschweren? Und was war das für ein Ding? Ist doch völlig egal. Wir waren so geil aufeinander. Oh ja, das waren wir wirklich. Hättest du Lust, das zu wiederholen? Du. Willst du? Will ich? Willst du? Oh Mann, und wie ich will. Was für Ausgrabungen finden auf Ihrer Farm statt? Ach, wir müssen ein paar alte Baumstämme ausbuddeln. Tja, sollten Sie dabei auf einen Schatz stoßen, sagen Sie mir Bescheid. Ich könnte ein Pölsterchen ganz gut vertragen, das können Sie mir glauben. Hallo ihr beiden, wie geht's? Wie steht's? Hallo. Billy braucht noch mehr Batterien. Versuch's in Augusta im Einkaufszentrum. Hä? Ich hab keine mehr. Gott und die Welt kauft in letzter Zeit Batterien. Ich weiß auch nicht, was los ist. Soweit, so gut. Bevor wir unseren Teufel fragen, für welche Dame er sich nun entschieden hat, möchte ich, dass jede von euch unseren Zuschauern noch kurz sagt, was ihr an Männern so gefällt. Fangen wir mit Wendy an. Was gefällt dir an Männern? Als Gott dich geschaffen hatte, Chess, war für anschließend die Form weg. Hast du heute Nacht schon was vor? Ich bin leider schon verabredet, obwohl, lassen wir das. Wie vervollständigt unser Teufel folgenden Satz? Sex ist gut, aber Punkt, Punkt, Punkt ist besser. Ich würde sagen, Kino ist besser. Amen. Amen ist besser. Sag, Joe, liebst du mich noch? Was soll das? Du willst wissen, ob ich dich noch liebe? Was für eine dämliche Frage ist das, Rebecca? Und dann hätten wir einen guten Film und guten Sex. Sieh einer an, da hast du allerdings recht. Gar nicht so dumm, Wendy. Ich frag nur, weil du es mir in letzter Zeit so selten zeigst. Das bildest du dir doch nur ein. Du, liebe Zuschauer, so viel zu Wendy. Nun wollen wir Janet fragen. Sag mir die Wahrheit, Joe.
Nun sind wir alle gespannt, was du uns zu sagen hast. Du bist verrückt, du bist absolut... Oh, entschuldige, es tut mir leid. Nein, tut es mir nicht. Deswegen bist du denn so gemein zu mir? Ich bin nicht gemein zu dir. Ich bin, wie ich immer bin. Wo sind meine Schlüssel? Ich glaube, er findet Motorradfahren schöner als... Wo willst du hin? Was soll diese blöde Frage? Ich verschwinde jetzt und ich komme erst dann wieder zurück, wenn mir danach ist, klar? Aber Joe! Kapiert? Aber Joe! Ist das jetzt klar? Aber Joe! Aber! Ich will das Wort jetzt nicht mehr hören. Ich kann das Wort aber nicht mehr ausstehen. Aber sagen Leute, die eine Kuh an der Ziege haben. Aber ist der Inbegriff dieser engstirnigen, spießigen Stadt. Wiedersehen. Jetzt sind alle mächtig gespannt. Und aber sagt man immer dann, wenn man sich von seiner dummen Frau loseisen will. Gut, soviel zu unserem Teufel hier im Studio. Er muss sie wirklich für total verblödet halten. Für total verblödet, dass sie ihm so einen Mist abkaufen. Hören Sie zu, Becker. Joe betrügt sie nach Strich und Faden. Oh Gott, das muss die Hitze sein. Ich rufe besser einen Arzt. Halt, halt. Immer mit der Ruhe, Becker. Jetzt verlieren Sie nicht gleich die Nerven. Okay, Chess. Das Wichtigste ist, jetzt wirklich nicht die Nerven zu verlieren. Sie können doch nicht mit mir reden. Ich tu's nun mal. Und wir beide haben wahrhaftig genug zu bereden, Becker. Speziell, was Joe und sein Verhältnis zur Treue angeht. Er geht fremd, hab ich recht? Ja, leider. Um die Wahrheit zu sagen, Joe vergnügt sich mit diesem Flittchen vom Postamt und das fast jeden Tag. Und immer, wenn er allein weggeht. Ja, aber was kann ich dagegen tun? Tja, gute Frage. Fragen wir doch unsere Kandidatinnen. Also, Ladies, versetzt euch jetzt bitte in Beckers Lage. Was würdet ihr tun? Ihn umbringen. Ihn umbringen. Ihn umbringen. Tja, Sie haben es gehört, Becker. Einstimmiger Beschluss. Ihn umbringen. Ist das nicht verblüffend? Ich frage mich, wie groß es wohl ist. Und ich frage mich, was es ist. Vielleicht ist es ein alter Tempel einer uralten Zivilisation. Oder vielleicht stammt es ja auch von den Mayas. Womöglich ist es Atlantis. Wenn man sich Pete ansieht, könnte man denken, es sei ein Jungbrunnen. Findest du nicht, dass wir jemandem davon erzählen sollten? Davon erzählen? Wem denn? Irgendwem, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir die... Vielleicht sollten wir es den Behörden erzählen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Gut, dann Ruth Merrill. Warum? Nur weil wir befreundet sind. Sie ist ein Bulle. Sie wird die Regierung informieren. Wäre das denn so schlimm? Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Ich meine, ausgerechnet du sagst sowas, der sich sonst immer über unsere Regierung beklagt und sagt, wir leben in einem Überwachungsstaat. Schatz, alles, ich mache diesen Wahnsinnsfund und du willst, dass ich ihn den überlasse? Gard, sie werden mit Lastwagen hier aufkreuzen, alles hermetisch absperren. Es wird wie ein militärisches Testgelände aussehen. Sie werden keinen hier ranlassen und uns werden sie den Mund verbieten. Du kannst wirklich gut reden. Das weißt du auch, hm? Ich hatte ja auch einen Meister als Lehrer. Okay, das heißt, die Sache bleibt unter uns, solange wir nicht genau wissen, was es ist. Abgemacht? Von mir erfährt keiner was. Ich würde gerne dieses Einschreiben hier abholen. Joe, liegt bei dir hinten ein Einschreiben für Anderson? Oh mein Gott, er ist so geil, ich halte es nicht aus. Wie bitte? Ich hatte nichts gesagt. Hallo, hier ist es, Bobby. Vielen Dank, Joe. Wow, und seine Haare. Ich war, seitdem ich 16 war, nicht mehr so geil. Das Letzte, was mir fehlt, ist, dass seine Frau davon erfährt. Sonst noch irgendwas?
Joe, bitte richten Sie Becca viele Grüße aus. Ich schwör's dir, ich könnte wirklich ihre Gedanken lesen. Du hast vielleicht gespürt, dass sie ein Verhältnis haben, aber ihre Gedanken lesen? Ja, doch. Du hast einen verdammt guten Instinkt und weißt immer schon vorher, was ich sage. Ja, du hast vermutlich recht. Klar habe ich recht. Ich bin hundemüde, Schatz. Komm, lass uns ins Bett gehen. Ich bin noch gar nicht müde. Lass mich, ich schreibe noch ein paar Seiten. Gute Nacht. Schlaf gut. Hoffentlich hast du mehr Glück als ich. Und bleib nicht so lange auf. Eine Show vor. Aber Helly... Halt den Mund! Die Medici-Prinzen früher haben die Leute aufgehängt, wenn sie sie beim Spionieren erwischt haben. So, und jetzt raus hier. Wann geht's endlich los? Wir wollen die Show sehen! Ladies and Gentlemen, mein Namensvetter hat heute etwas Besonderes für Sie. Ein wahrer Hochgenuss magischer Kunst. Und zwar aus seiner eigenen Trickkiste. Bühne frei für den großen Magier Helmet! Gentlemen, ich bitte Sie um höchste Aufmerksamkeit für meinen ersten Trick. Lassen Sie sich von den Geheimnissen des Orients verzaubern. Presto, Raginiate, verschwinde, Tomate. Tada! Ich bin verrückt. Presto, Raginiate, erscheine, Tomate. Das ist mein Radio. Und jetzt lasse ich vor Ihren Augen ein Radio verschwinden. Presto! Das macht er wirklich gut. Presto, Ragniate, erscheine! Das ist ja super, Hilly! Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Ich lasse einen Menschen verschwinden. Dazu brauche ich einen Freiwilligen. Ich nicht. Barney Applegate. Ohne mich, vergiss es. Mein bester Freund stellt sich zur Verfügung. Komm her, David. Ich will aber nicht. Tu, was ich sage. Na los, David, geh schon. Du bist ein tapferer junger Mensch. Na also, hat sich ja doch jemand gefunden. Ach, dann ist aber Helly, ich habe Angst. Wenn du es tust, kriegst du auch was dafür. Krieg ich deine ganzen Indianer? Ja, alle. Steig jetzt hier drauf. Los. Bravo, Davy. Das sieht aus wie ein Gespenst. Helly. Es funktioniert. Keine Angst, Davy. Diesen Trick hat mir der Tommy Nockermann beigebracht. Majesto, verschwindibus! Oh, das ist toll! Prima! Tada! Das war toll! Gratuliere, Mary! Dein Sohn ist ein echter Zauberkünstler! Halt, wartet! Ich bin noch nicht fertig! Genug jetzt, Hilly! Hol deinen Bruder unterm Tisch vor und komm rein! Er ist nicht unterm Tisch, verdammt! Du sollst nicht fluchen! Hol deinen Bruder da raus und komm Geschenke auspacken! Presto Ragniate, erscheine! Presto Ragniate, erscheine! Presto Ragniate, erscheine! Bitte Gott, es tut mir so leid. Ich gebe ihm meine ganze Indianersammlung, ich schwör's. Nur bring ihn bitte wieder zurück. Was hast du, Junge? Ich schenke ihm, was er will. Nur bitte bring ihn wieder zurück. Großer Gott, mit wem redet er da? Ich hab keine Ahnung. Helly, hör auf und bring deinen Bruder wieder zum Vorschein. Jetzt! Ich will ja, aber ich kann nicht. Ich hab's schon versucht. Ruhig, Schatz. Wo ist der? Wo ist David? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Sachen sind, wenn ich sie verschwinden okay, lasse. Okay, ganz ruhig. Komm zurück, David. Komm zurück.
bestimmt eine logische Erklärung dafür, F. Wahrscheinlich schläft er nur auf irgendeiner Wiese. Ohne dass ihn jemand weggehen sah? Er würde niemals weglaufen, nie im Leben, nicht allein. Schatz, du weißt doch, wie kleine Jungs oft sind. Bestimmt kreuzt er in einer Stunde wieder auf. Sie müssen ihn finden, solange es noch hell ist. Suchen Sie ihn. Haley, wie bist du auf diesen Trick gekommen? Die Stimmen. Sie haben mir erzählt, wie der Trick funktioniert. Was für Stimmen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es wird alles wieder gut. Du hast an allem Schuld. Hättest du mir bloß nie diesen dämlichen Zauberkasten geschenkt. Lilly, das meinst du doch nicht ernst. Doch, das tue ich. Ich hasse Zauberei und Großvater ebenso. Alle bitte kurz mal herhören. Wir werden diese Stadt von oben bis unten absuchen. Aber zuerst werden wir Gruppen bilden. Eine Gruppe sucht entlang der Hauptstraße. Jedes Gebäude, jeder Laden wird durchsucht. Bitte denken Sie daran, überall zu klingeln. Und F, Gard und Bobby gehen mit Butch und mir den Wald durchsuchen. Wir müssen ein großes Gebiet absuchen und ich will, dass wir den Jungen noch vor Einbruch der Dunkelheit finden. Was schnarcht ihr alle so? Los, fangt an zu suchen. Ich bin sicher, dass wir ihn finden, F. Ach ja? Woher wissen Sie denn das so genau? Ich kann mir vorstellen, wie ihm zumute ist. Nein. Nein. Das können Sie bestimmt nicht. So aggressiv kenne ich den Hund ja gar nicht. Was? War da irgendwas? Ich glaube, dort hinten war ein Geräusch. Ich sehe mal nach. Das war knapp. Polizeirevier Haven? Nein, Vater, das kleine Lämmlein ist noch nicht aufgetaucht. Er wurde entführt, nicht wahr? Ich fürchte ja. Jedenfalls drängt sich der Verdacht auf, denn allein kann er unmöglich weitergekommen sein als unsere Suchtrupps. Wir haben eine Suchmeldung rausgegeben. Aber Sie werden doch trotzdem weitersuchen, nicht wahr? Natürlich, F. Ja, wir fangen gleich morgen früh wieder an. Das heißt, Sie wollen ihn die Nacht über sich selbst überlassen? Das kann nicht wahr sein. Was heißt morgen früh? Was können wir denn bloß tun? Nichts, Schatz. Die wissen, was sie tun. Wir finden ihn schon, Mary. Wir müssen ihnen vertrauen, Liebling. Wir haben keine Wahl. Becker. Geh nach Hause und kümmere dich um Joe. Er braucht dich sicher. Was? Joe ging schon früher nach Hause. Er sagte, er bekommt eine Grippe. Ich komme hier schon allein zurecht. Gut, dann gehe ich jetzt. Ich bin am Morgen früh wieder da. Okay. Danke, Becca. Schlaf gut. Polizeirevier Haven? Nein, vielleicht später nochmal. Soll ich dir was sagen? Dieser kleine Bengel ist das Beste, was uns passieren konnte. Wenn wir Glück haben, ist er eine Woche weg. Hoffentlich. Und was mit deiner Frau? Den kannst du vergessen. Vergiss es. Ich werde Tag und Nacht an dieser Hotline sitzen, bis der Junge wieder da ist. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Alles in Ordnung, Joe? Joe! Thank you.
Es stimmt also doch. Ja, das machen Sie sehr gut, Becker. Immer schön vorsichtig sein. Ja, genau so. Und jetzt löten Sie den roten Draht. Nein, nicht dort. Ja, genau da. Ich bin in solchen Dingen furchtbar ungeschickt. Passen Sie schön auf. Nicht zu viel Lötzinn. Eine kleine Menge reicht schon. Und wenn es für den Lippenstift eine andere Erklärung gibt, Chess? Und wenn schon, was soll's? Ich meine, was rechtfertigt schon die Frechheit, das Flittchen auf einem Stoß Flugblätter zu begatten, hä? Dagegen muss etwas unternommen werden. Tja, Sie tun's ja gerade. Sie tun's. So, und jetzt setzen Sie sich hin, Becker, denn in ein paar Sekunden wird Joe nach Hause kommen und so tun, als wäre nichts geschehen. Viel Erfolg, Becker! Liebes Publikum hier im Studio, liebe Zuschauer zu Hause, heute Abend präsentieren wir Ihnen wieder die beliebte Fernsehshow Die Teufel! Und wie immer haben wir uns einen unwiderstehlichen Nein, von dem Jungen fehlt jede Spur. Wir haben alles kreuz und quer durchsucht. Allerdings, Janet, lasst uns heute mal wieder einen absoluten Leckerbissen an Land gezogen, nicht wahr? Ja, Janet hat recht. Das ist schade, habe ich gesagt. Da hörst du's, die Ladies sind schon super heiß auf dich. Oh, würdest du endlich diesen Quatsch abstellen? Ich hasse diese Show. Stell du ihn doch ab. Und wie immer geht es nur. Was hast du eben gesagt? Ich sagte, dass du den Fernseher auch selbst abstellen kannst. Wie redest du denn mit mir? Was ist denn auf einmal in dich gefahren? Das war's für heute. Gute Nacht allerseits. Büffeljäger, eine Novelle von Roberta Anderson. Für Gerd, den Partner auf meiner vierten Suche. Bitte komm zurück. Wenn du zurückkommst, bekommst du meine ganze Indianersammlung. Und die Turtles. Die Ritterburg. Mit Figuren. Wenn du willst, sogar die Pferde. Hilly, hilf mir. Davy? Es ist kalt und dunkel hier, Hilly. Ich will wieder nach Haus. Wo bist du, Davy? Wo bist du? Ich bin bei dem Tommyknockers. Hilf mir. Wie denn? Ich weiß nicht wie. Bitte, Davy.
Mit wem sprichst du, Lily? Wo ist Davy? Ich weiß nicht, wo die Sachen hingehen, wenn sie verschwinden. Ich habe vorher noch nie was Lebendiges verschwinden lassen. Hildi! Ich brauche Hilfe, schnell! Ihr kriegt meine ganze... Er war wie im Traus. Da sprach er mit Davy. Er ist angeblich bei den Fockendockers. Ich werde ihn ins Krankenhaus bringen nach Derry. Nein, komm nicht in Frage. Ihr beide bleibt hier. Ich bringe ihn dorthin. Ich rufe ihn an, sobald ich was weiß. Jetzt hilft nur noch beten. Danke, Vater. Es wird alles wieder gut, Hildi. Warte, ich mach die Tür auf. Es wird alles wieder gut, mein Liebling. Sei schön tapfer. Fahr vorsichtig, Dad. Ja. Du schaffst es schon, Schatz. Sei tapfer, Hildi. Besseres hast du nie geschrieben. Danke. Das Gefühl hatte ich auch. Ja, wirklich. Wann hast du das eigentlich alles geschrieben? Gestern Nacht. Während ich schlief. Unmöglich, glaube ich dir. Tja, nicht, wenn man meine Schreibmaschine hat, Gerd. Eine telepathische Schreibmaschine, hm? Gott, Bobby. Was ist das für ein Gefühl? Es ist ganz irre. Es ist ein unglaubliches Hochgefühl. Was ist mit dir? Spürst du nicht auch irgendwas? Nichts. Nicht einmal den Anflug einer klitzekleinen poetischen Inspiration. Nichts. Du wirst schon sehen. Es dauert eine Weile, hab Geduld. Bestimmt hast du recht. Wahrscheinlich hat es mit meiner Platte was zu tun. Lass uns den Tag frei nehmen. Ich dachte, du wolltest heute im Wald weitermachen. Ich war in letzter Zeit fleißig genug. Heute haben wir den 4. Juli, Schatz. Willst du etwa in die Stadt und Fähnchen schwingen? Ja, warum nicht? Es kann nicht schaden, wenn wir uns dort blicken lassen. Ich möchte Sie zu unserer Feier zum 4. Juli herzlich willkommen heißen. Wie Sie wissen, musste unsere Gemeinde in den letzten Tagen ein paar harte Schicksalsschläge hinnehmen. Wir haben unseren Postbeamten Joe Paulson verloren. Und wir hoffen, dass sich seine Witwe Becky bald wieder erholt. Aber unsere Gedanken sind nicht nur bei ihr, sondern auch bei der Familie Brown, deren kleiner Sohn Davy verschwunden ist und den wir hoffentlich bald wiederfinden. Und ich freue mich, dass unsere Gemeinde angesichts dieser traurigen Ereignisse dennoch zusammengefunden hat. Das macht mich stolz. Wenn Sie sich jetzt bitte erheben würden, um mit mir gemeinsam die Nationalhymne zu singen. Ich hab den Trick von dem Tommy-Knocker, Mann.
begreifen. Das war ja gespenstisch, dieses giftgrüne Feuerwerk. Und alle standen da wie angewurzelt. Wie Zombies, die darauf warten, dass Elvis aufersteht. Komm, hör auf. Weißt du eigentlich, wie lächerlich du klingst? Und du? Was? Sieh dich doch mal an. Du siehst schlecht aus. Na, danke schön. Tut mir leid. Ich mache mir eben Sorgen um dich, Schatz. Völlig unnötig. Ich fühle mich fantastisch. Ja? Dann versprich mir wenigstens, dass du heute mal nicht graben gehst, okay? Es ist viel zu heiß. Mir geht's gut. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge, Schatz. Er toastet das Brot, schneidet den Salat und die Tomaten und das Allerbeste ist, der Speck wird fantastisch knusprig. Anschließend beschmiert er den Toast mit Dressing und viertelt ihn dann in kleine, mundgerechte Häppchen. Und garnieren tut er auch noch, das ist der beste Sandwich-Maker der Welt. Und das ist nicht das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich habe so viele neue Ideen. Was ist denn nur mit dir los? Nichts. Unser Kind ist wie vom Erdboden verschwunden und du denkst über Küchengeräte nach? Schatz, es wird doch alles bald wieder gut, ganz bestimmt. So kenne ich dich ja gar nicht, tut mir leid. Jetzt hab dich doch nicht so. Entschuldigung, ich wollte wirklich nicht stören. Ist schon gut, Sie stören nicht. Ihre Nerven sind etwas angeschlagen. Das wundert mich nicht, wenn man bedenkt, was sie momentan durchzustehen hat. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass wir die Suche nach Davy nicht aufgegeben haben. Brian, ich verspreche Ihnen, dass wir Ihren Sohn finden. Ich verspreche's. Du kannst mir versprechen, was du willst, du blöde Kuh. Du findest ihn ja doch nicht. Was sagten Sie? Dass wir Ihnen sehr dankbar sind, dass Sie uns so behilflich sind, das bedeutet uns sehr viel. Natürlich. Ja. Bis später. Hier, im frontalen Kortex. Können Sie es erkennen? Er ist riesengroß. Das muss ein Fehler sein. Deswegen haben wir noch ein CT gemacht. Das kann nicht sein. Mit so einem großen Tumor müsste das Kind längst tot sein. Was ist mit meinem Enkel? Sie sollten doch bitte draußen warten. Was ist mit ihm los? Mr. Hillman, wir tun, was wir können. Sagen Sie mir die Wahrheit. Wird er sterben? Vielleicht zusammenpacken? Das ist viel, wird eine Weile dauern. Ich habe sowieso noch ein paar Sachen zu erledigen. Was soll denn das da werden? Nur eine Idee, an der ich herumtüftle. Sie wissen doch, wie lästig es den meisten ist, Silber zu putzen. Es ist eine Sisyphusarbeit und die übernimmt von nun an die Maschine. Und ich werde durch die Maschine reich, schrecklich reich. Sie ist per Eilboten. Es kommt zum Geburtstag sonst nicht mehr an. Das macht 92. Danke. Halt Ihr Wechselgeld. Danke, Nancy. Bitteschön. Die Sondermarken kosten zusammen 5,80. Hier, bitte. Hallo, Barney. Tag, Mr. Gardner. Sekunde. Du trägst doch nicht einfach Kontaktlinsen. Lesen Sie doch meine Gedanken, so wie bei den anderen auch, Nancy. Es funktioniert nicht. Ich kann Ihre Gedanken nicht lesen. Gut, wir bekommen seit ungefähr einer Woche keine Post mehr. Es blieben viele Sachen liegen, seit Joe tot ist. Füllen Sie das Beschwerdeformular aus. Danke.
Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich habe nämlich noch sehr viel zu tun. Sicher doch täglich. Was gestern gut war, ist heute schlecht und andersrum. Also warte ich doch lieber ab und trinke weiter. Glaubst du eigentlich dran, dass wir Davy noch finden? Wenn er hier in der Gegend wäre, hätten wir ihn bereits. Ich kann einfach nicht glauben, dass er sich in Luft aufgelöst hat. Was hast du? Das liegt nur in der nächtelangen Sucherei, das ist alles. Ich bin nicht mehr im Training. Ja. Hör zu, Rosie. Das ist vermutlich weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort, aber ich habe da etwas auf dem Herzen. Ralph Merrill war ein außergewöhnlich ehrbarer Mensch. Er war mein bester Freund und mein Partner und ein verdammt guter Polizist. Aber er ist tot, Ruthie. Seit 5 Jahren schon. Ruth, ich habe dich sehr, sehr gern. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass wir zwei irgendwie zusammenfinden. Nein, sag nichts. Ich habe mich bereits genug zum Narren gemacht. Nein, hast du nicht. Habe ich nicht? Nein, Butch, nein. Du meinst du? Ja, Butch. Sehr gern. Ja. Er lag auf der Veranda und hat sich nicht mehr bewegt.
schon viel besser. Wo ist er? Ich habe ihn im Wald beerdigt. Beerdigt? Wieso? So schnell, Bobby? Und zwar sofort. Nicht. Was? Nein. Kein Arzt, bitte nicht. Bobby, du brauchst jemanden, der dir hilft. Ich brauche jetzt nur dich. Aber du bist krank. Versprich mir bitte, dass du niemanden anrufst, bitte. Tust also das. Gut versprochen, aber du versprichst mir, dass wir, wenn es dir morgen nicht besser geht, und ich meine viel besser, dass wir dann Dr. Warwick anrufen. Bobby? Du darfst nie vergessen, dass es unser Geheimnis ist, ja, Kat. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. So, jetzt. Jetzt schlaf bitte, okay? Dachte ich, ich hätte mir was eingefangen, aber dann, als ich wieder in Derry war, ging es mir blendend. Wieso fragst du? Weil es mir momentan auch nicht so besonders gut geht. Irgendwas Neues? Nichts. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir was übersehen. Tja, wir könnten noch mal den Wald durchsuchen. Die Verbindung wird schlechter. Da ist irgendwas in der Leitung. Butch, ich höre dich nicht mehr. Ewig diese morschen Leitung. Nochmal den Wald durchsuchen. Ja, den Wald. Bobby? Was? Alles in Ordnung? Ja, ich war anscheinend nur übernächtigt. Heute geht's mir glänzend. Auf in den Wald. Heute auch, hm? Du solltest dir allmählich mal ein paar Gedanken um dich machen. Was? Du bist besessen. Du kannst nicht mehr aufhören. Was? Ich kann nicht mehr aufhören? Was? Was ist? Wovon redest du? Natürlich kann ich aufhören. Ja, sicher. Wann ich will. Erzähl mir nicht so eine abgedroschene Scheiße. Ich bin immerhin Experte, was das betrifft. Oh Gott, fang jetzt nicht an, das mit deiner Alkoholabhängigkeit zu vergleichen. Dann nenn mir doch den Unterschied, Bobby. Hä? Nur weil dein Stoff aus der Erde kommt, dann nicht aus der Flasche? Ich halte das nicht aus. Du bist süchtig. Du kannst es ja kaum noch erwarten. Danke, mir reicht. Oh nein, wir werden uns jetzt darüber unterhalten. Du tust mir weh, Gott. Hör zu, es geht hier inzwischen nicht mehr um irgendwelche Schreibmaschinen oder Boiler. Das Ding da fängt an, den ganzen Ort zu beherrschen. Mabel Noyce ist gerade dabei, eine verrückte Silberputzmaschine zu erfinden. Tatsächlich, das ist ja toll. Ja. Unsere Postbeamtin übt sich in Telepathie. Und du kannst auch Gedanken lesen, nicht wahr? Los, lies meine Gedanken.
Bei dir funktioniert es nicht. Ich habe schon versucht, aber wahrscheinlich hat es etwas mit der Stahlplatte in deinem Kopf zu tun. Hier passieren irgendwelche merkwürdigen Sachen und du weißt es. Ja, ich weiß, Gerd, aber das, was hier passiert, ist wundervoll. Ich weiß ja nicht, was du sagst. Egal, wie wundervoll du es finden magst, dieses Ding fügt deinem Körper und deinem Geist Schaden zu. Also gut, wenn du willst, dann trete ich kürzer. Ich verspreche es dir. Nur, bitte, lass uns dieses Ding gemeinsam freilegen. Hey, du gibst mir Halt. Aber du veränderst dich und das macht mir Angst. Gott, vertrau mir. Bitte. Ja, okay, Bobby. In allein freigelegt? Gerd hat mir geholfen. Du kannst auch helfen, wenn du willst. Du kannst dir das nicht vorstellen. Das hier wird alles verändern. Was meinst du damit? Bobby, was ist mit dir geschehen? Mit dir wird dasselbe passieren, Ruth. Du wirst auf irre Ideen kommen, die besten und außergewöhnlichsten Ideen. Du wirst ungeahnte Kräfte bekommen. Du musst es erst werden. Was muss ich werden? Was immer es aus dir gemacht hat, egal wie es dich beeinflusst, es ist nicht gut, Bobby. Wehr dich nicht dagegen. Geh doch einfach nach Haus und träume. Träum davon, so zu werden, wie wir alle geworden sind. Ich will, dass du mit mir gehst. Wir werden Hilfe für dich finden. Aber ich brauche keine Hilfe. Ich will keine Hilfe, Ruth. Lass das. Ich brauche nichts. Doch, das denke ich schon. Bring sie nicht dazu, dir weh zu tun. Thank you.
Rusty! Bist du da drin? Rusty! Wo steckst du? Lucys Puppensammlung ist weg. Was zum Teufel geht hier vor? Start nicht so dumm in die Gegend, wir müssen sie suchen. Gibt's irgendwas Neues von Davy? Nein, Ma'am, tut mir leid. Hören Sie, hat jemand von Ihnen beiden heute Rose Merrill gesehen? Nein. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihr gesprochen? Gestern. Nein, halt, stimmt, nicht vorgestern. Sie war hier, um uns zu sagen, dass sie die Hoffnung, David zu finden, noch nicht aufgegeben hat. Sie ist eine sehr nette Frau. Wir sind froh, dass wir so einen Sheriff haben. Und sie kam heute hier bestimmt nicht vorbei. Wieso ist irgendwas passiert? Tja, das will ich ja gerade eben herausfinden. Als ich gestern mit ihr telefonierte, riss die Verbindung ab. Die Telefonleitungen hier sind steinalt. Mit zwei Konservendosen und einer Schnur hätte man sicher denselben Effekt. Naja, jedenfalls wurde sie seither von niemandem mehr gesehen. Sie ist verschwunden! Zuerst Davy und jetzt Ruth! Wieso haben wir eine Polizei, wenn sie nichts dagegen tut? Schatz, Officer Dugan tut, was er kann. Ihn trifft doch keine Schuld. Weiber. Wo ist Ihr Schwiegervater? Ich würde gern mit ihm sprechen. Der ist zurzeit im Krankenhaus in Derry, um unseren ältesten Sohn dorthin zu bringen. Ganz unter uns, meiner Meinung nach, Officer, sind bei dem Kerl sämtliche Schrauben locker. Es ist alles gut, Hilly. Ich bin bei dir. Dein Grandpa ist bei dir. Mr. Hillman, er kann Sie nicht hören. Ja, aber wodurch wird dieses Koma verursacht? Es ist kein Koma. Es ist ein Schock. Wie immer Sie es nennen. Er ist bewusstlos und das schon sehr lange. Mr. Hillman, wissen Sie, wie das Kind ernährt wird? Tja, ganz normal. Wieso fragen Sie? Ich frage Sie, weil ihm ein paar seiner Zähne fehlen. Ich bin's, Joe. Ich vermisse dich. Ganz ehrlich, Joe. Weißt du, seit du tot bist, da mögen mich die Leute aus Haven auf einmal alle. Vermutlich, weil ich so viele tolle Sachen erfinde. Sieh mal, was ich jetzt wieder Neues habe. Du wirst dich wundern, was es kann. Schau genau zu. Gefällt es dir? Tja, ich muss leider wieder gehen. Versteh mich jetzt nicht falsch. Unser Verhältnis war toll und machte viel Spaß. Aber ich muss auch endlich mal wieder an mich denken. Kummer und Trauer sind jetzt vorbei. Das verdammte Ding reparieren. Automaten haben eben ihren eigenen Kopf. Tritt einfach dagegen. Jetzt los und seht euch noch mal überall um. Ich fahre zu der Farm, wo die Anderson mit diesem Dichter wohnt. Rose war mit ihr befreundet, vielleicht weiß sie ja was. Ich rufe zwischendurch mal durch.
Officer Dugan? Miss Anderson, ich fürchte, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen. Bruce Murray wird vermisst. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich habe gehofft, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich habe Sie zuletzt am 4. Juli gesehen. Was ist mit Ihrem Freund Jim Gardner? Weiß der vielleicht irgendwas? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich frage ihn gleich, wenn er zurückkommt. Ist Ihnen nicht gut? Doch, mir geht's gut. Ist nur die Hitze. Es grassiert momentan eine Grippewelle. Passen Sie auf, dass Sie sich nichts holen. Ma'am. Officer? Wenn Sie was hören, rufen Sie mich gleich an, ja? Ja, Ma'am. Verschwinden vielleicht kleine Kinder. Ruth ist erwachsen. Ihr Job ist es, Leute zu finden und nicht zu verschwinden. Hier ist irgendwas im Gang. Mit dir und der Stadt. Und ich sag dir auch, woran es liegt. Es ist dieses schreckliche Ding im Wald dort draußen. Ich will, dass du mir hilfst, herauszufinden, was es ist, damit wir es vernichten können. Es vernichten? Nein. Nein. Gart? Ich fahr zu du. Gart? Ich werde Ihnen dieses Ding zeigen. Gart, du hast versprochen, mir zu helfen. Ja? Ich war all die Jahre für dich da, wenn Bobby, du mich gebraucht hast. Ich war für dich da, wenn du betrunken warst und dich mal wieder gehasst hast. Immer war ich für dich da. Jetzt bist du auch gefälligst mal für mich da. Und wehe, du lässt mich im Stich. Ich liebe dich, Bobby. Glaub mir. Ich will dir nur helfen. Jetzt verlässt, komm nie wieder Lass zurück. Mich fahren. Du bist nicht so weit. Gart! Wagen 16 an Zentrale, hören Sie mich kommen. Ihr Wagen 16, hören Sie mich kommen. Totaler Funkausfall. Wenn es einmal anfängt, wird es immer schlimmer. Irgendwas ist da faul. Ich wüsste nur zu gern was. Jingles, Bent, bitte komm. Butch, da bist du ja. Es ist alles in Ordnung. Viel Lärm um nichts. Die Sache hat sich erledigt. Im Ernst, Butch? Da können wir ja aufhören zu suchen. Ich erkläre euch alles, wenn ihr wieder in Derry seid. 10-4, Ende. Na, wie war ich? Ihre Erfindung ist fantastisch. Sie könnten viel damit verdienen. Glauben Sie das wirklich? Ja, ehrlich, Mabel. 10-4 und Ende. Was soll das heißen? Er ist wieder nach Derry gefahren. Naja, er sah ziemlich schlecht aus. Als hätte er sich was geholt. Und seine Männer, sind die auch weggefahren? Die zwei Jungs? Nein, die schwirren hier noch irgendwo rum. Scheiße. Wieso? Ist irgendwas passiert? Ich habe mit Officer Dugan was Dringendes zu besprechen. Kann ich vielleicht irgendwas für Sie tun, Junge? Ja, ich würde gerne Ihr Telefon benutzen, wenn ich darf. Tut mir leid, es ist zurzeit kaputt. Aber in der Bar gibt's noch eins. Versuchen Sie es dort. Thank you.
mal bitte an. Mir ist schlecht. Sie nichts an, Ben. Ist Ihr Kollege immer so mies drauf? Ist er zu Ihnen genauso mein Freund? Oder liegt es an mir? Verschwinden Sie, Ben. Ich meine es ernst. Oder ich muss Sie verhaften. Oh, verhaften? Was soll das, Benton? Jingles, trittst du jetzt bitte einen Schritt zurück? Oh, keine Panik. Nur bevor man irgendwo rumschnüffelt, überlegt man sich das ganz genau. Halt, keine Bewegung. Hände hoch, Ma'am. Hör bitte auf, Ben. Ich sagte Hände hoch. Tun Sie, was er sagt, Lady. Sie werden einer Dame doch nicht verwehren, ihre Lippen nachzuschminken. Manche Leute finden die Farbe leidenschaftlich. Ich finde sie überaus effektvoll. Bye-bye, Freunde. Ist kaputt, hä? In dieser Gegend scheint alles kaputt zu sein. Ein kleiner Schluck würde helfen. Was? So ist das mit der Technik. Ich meine, je mehr man für sie ausgibt, desto schlechter funktioniert sie. Deswegen sag ich... Trinken hilft. Ja. Nehmen Sie sich einen Hocker. Nein, danke, ich... Ihnen lastet doch was auf der Seele, stimmt's? Ja, so könnte man es nennen. Tja, mir auch. Gibt's irgendwas Neues von den Jungs? Nein. Und wenn das so weitergeht, dreht meine Frau durch. Das liegt bei ihr in der Familie. Ihr Vater ist mindestens ebenso durchgedreht. Warum wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Ne? Ich kann nicht. Wissen Sie, ein kleiner kühler Drink vertreibt in aller Regel die Sorgen des Alltags. Ist das so, ja? Ja. Wenn ich Sie so ansehe, würde ich sagen, dass Sie ein Wodka-Tonic-Typ sind. Und am liebsten ohne Tonic, stimmt's? Kommen Sie, setzen Sie sich. Ich gebe einen aus, was sagen Sie? Einverstanden. Trinken wir einen. Trinken wir einen. Bill? Den besten. Hey, Gardner! Halt, ich... Haben die Beamten Sie gefunden? Nein. Sind Sie schon weg? Oh ja, schon lange. Gute Nacht, ihr beiden. Hatten Sie ihm gesagt, dass ich mit Ihnen sprechen will? Soll ich Sie nach Hause fahren? Bobby bringt mich womöglich um, wenn Sie den Wagen gegen einen Baum setzen. Nein, nein, danke. Ich komme schon klar. Na dann Prost. Na dann Prost. Also dann. Du brauchst frische Luft, Gerd. Und nach all diesen Ängsten und Zweifeln, nach all diesen unbeantworteten Fragen und unwirklichen Träumen, machte ich mich auf den Weg in die Heimat. Ha, 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 ha.
Mr. Hillman. Ich habe Rosemary beinahe 40 Jahre gekannt. Sie gehörte praktisch zu unserer Familie. Sie ging oft mit uns zum Fischen. Ich weiß. Sie war am Boden zerstört, dass wir ihren Enkel nicht finden konnten. Was in aller Welt kann ihr denn passiert sein? Was auch immer dahinter steckt. Ich bin mir sicher, dass es was mit Davy zu tun hat. Zwei Vermisste in einer Woche, das ist mehr als nur ein Zufall. Ich habe sowas noch nie erlebt, in all den Jahren nicht. Sie haben sich in Luft aufgelöst, ohne eine Spur zu hinterlassen. Butch, haben Sie je was von den Tommyknockers gehört? Letzte Nacht und die Nacht davor, Tommyknockers klopften an mein Tor. Bevor Ellie ins Koma fiel, sagte er, Davy sei bei den Tommyknockers. Tja, ich kann mich nicht auch noch um Kinderheime kümmern. Womöglich hatte Ellie recht. Sie sagten ja selbst, dass sich die zwei wie in Luft aufgelöst hätten. Tja, vielleicht, Mr. Hillman. Sollte Ihnen noch was einfallen, rufen Sie mich an. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Herr, ich weiß, dass ich in den letzten Jahren nicht der beste Christ war. Aber ich bete nicht für mich. Meinen beiden Enkeln gebührt ein Platz an der Sonne. Und genauso Rosemary und allen guten Bürgern von Haven. Um dieses Ding zu bekämpfen, brauchen wir deine Hilfe. Was es auch immer ist. Bitte, Herr. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Ist inzwischen alles vorbereitet? Die Zufahrtsstraßen sind gesperrt. Jeder, der es trotzdem versucht, wird es sehr schnell bereuen. Genau wie die zwei Jungs. Sie wurden feurig überrascht. Eins, zwei, drei. Meine Erfindung hat sie ins Jenseits verfrachtet. Es wäre nicht nötig gewesen, sie gleich auszulöschen. Irgendwann wären sie wie wir geworden. Nicht jeder ist wie wir geworden, Bobby. Was ist mit Gardner? Lasst ihm Zeit. Irgendwann wird er wie wir. Ich kann seine Gedanken nicht lesen. Er ist nicht wie wir. Er stellt eine große Gefahr dar. Ein einzelner Mann? Lasst ihn uns auslöschen. Das ist nicht nötig. Überlasst ihn mir. Der Zeitpunkt, an dem wir uns alle vereinigen werden, rückt immer näher. Seid ihr alle bereit, eure Einswerdung zu vervollkommnen? Ja. Seid ihr bereit, zu einer Stimme zu verschmelzen? Einer Stimme, die schon bald frei sein wird? Ja. Zu einer großen, mächtigen Stimme, die allwissend sein wird? Ja. Allumfassend? Ja. Die allmächtig ist? Ja. Eine Stimme!
Suchst du irgendwas? Ich suche nach einer Waffe. Nur für den Fall, dass es irgendwann mal Ärger gibt. Ich liebe Männer, die jederzeit bereit sind. Was tust du hier, Nancy? Ich habe wieder eine kleine Erfindung gemacht. Du weißt nie, wann du sowas mal brauchen kannst. Ja, du hast recht. Aber was hast du damit vor? Ich will, dass du es testest. Es soll noch den letzten Schliff kriegen. Alles, was du zu tun hast, ist, es schön festzuhalten. Kannst du das? Klar. Ziel auf was? Oh, du hast einen kräftigen Griff, Bryant. Und wenn dein Finger jetzt am Abzug zieht, dann ist alles, was vor dem Lauf steht, ausgelöscht. Ich liebe Männer, die technisch interessiert und begabt sind. Nancy, ich war Pfadfinder. Und einer der besten, wette ich. Du hast hinreißende Lippen. Versuch's, vielleicht passen sie auf deine. Unwiderstehlich. Und schon werden sie dir zum Verhängnis. Diese Bücher interessieren Sie vielleicht. Danke. So, bitteschön. Alles, womit er in Berührung gekommen sein könnte. Jagdunfall im Wald. Mann tötet Ehefrau, Kinder und dann sich selbst. Auf dem Totenbett erklärt Indianerhäuptling, Wald sei verflucht. Das ist es.
genau ins Schwarze getroffen. Mein Gott. Die Zukunft. Unsere Zukunft. Und wenn es irgendjemanden gibt, mit dem ich sie teilen möchte, dann mit dir. Hey! Seht, wen sie da angeschleppt hat. Hilf uns, Gart. Was bin ich für euch? Ein Gefangener? Du weißt, ich bin keiner von euch, Bobby, und das werde ich auch nie. Hey, Dichter! Zeig uns, dass du genauso gut gräbst, wie du trinken kannst. Wagen 16, bitte kommen, over. Band und Jingles, bitte kommen, over. Die Leitungen nach Heaven sind tot. Welche? Alle, vermutlich ein Sturm oder sowas. Ich wünschte, es wäre nur ein Sturm. Ich vermute, dass Bruce etwas über Davy herausfand. Und jetzt haben sie sie auch. Sie? Glauben Sie, dass in Haven eine Verschwörung im Gange ist? Eine Verschwörung, ganz recht. Und was für eine? Und mindestens schon seit der Zeit der Indianer. Ich wusste, dass Sie mir nicht glauben würden. Ich gebe mir Mühe, aber Sie machen es mir nicht gerade leicht. Nennen Sie mir Fakten, dann glaube ich Ihnen auch. Officer, dass in drei Fällen Leute verschwinden, ist kein Zufall. Zuerst David, dann Bruce und jetzt Ihre beiden Männer. Viele rätselhafte Dinge haben sich in den Wäldern von Haven über die Jahre zugetragen. Hunderte von Vermissten. Manche wurden verrückt und haben andere grundlos erschossen. Tja, solche Geschichten ranken sich um die meisten Wälder. Aber diese hier sind außergewöhnlich. Es gab Männer, die ihre ganze Familie und dann sich selbst umgebracht haben. Wie bei einem großen Puzzle greift ein Stück ins andere. Und ich frage mich, wieso man jetzt erst darauf kommt. Das heißt, Sie meinen, diese Fälle hängen zusammen? Absolut unmöglich. So würde jeder normale Mensch reagieren. Die meisten Menschen blicken über ihren Horizont nicht hinaus. Will man sie von etwas überzeugen, hören sie nicht zu. Aber dort ist wirklich etwas. Und dieses Etwas reißt unseren Ort in Windeseilen in den Abgrund. Ja, nur, was ist dieses Etwas? Wann fahren Sie wieder nach Haven? Sobald es Tag wird. Nehmen Sie mich mit. Ich zeige es Ihnen. Neues Gebiss kaufen, wenn die Arie hier vorbei ist. Haben Sie etwa was vor? Na dann Prost, hä? Nein, mein Freund. Nein, ich glaube, ihr habt keinen Grund anzunehmen, dass ich gegen euch bin. Hier. Werden Sie wie wir. Der Wodka hilft Ihnen vielleicht dabei.
Über 200 Jahre hatte das Denkmal hier gestanden. Wer tut so etwas? Drin ist auch alles ruhig. Ja, mir ist das hier zu ruhig. Was wollen Sie haben, Hillman? Eine Diät-Cola? Mann, ich hab keinen Durst. Ich komme um vor Durst. Ich schlage vor, wir gehen jetzt in den Wald. Komm schon, du verdammtes Mistding! Hat meine Hand eingeklemmt. Was soll ich tun? Ich habe hier ein kleines Problem. Kann ich helfen? Ziehen Sie den Stecker bitte raus. Der ist bereits raus. So, dich hier zu sehen. Bist du es wirklich? Natürlich. Natürlich bin ich es. Du musst sofort von hier weg. Es ist okay, Dad. Keine Angst. Es ist alles in Ordnung. Von wegen in Ordnung. Komm mir bloß nicht zu nah. Was denn? Nein, er hat recht, Daddy. Bobby hat das gefunden. Dieses Ding wird unser ganzes Leben verändern. Daran besteht kein Zweifel. Seien Sie nicht gegen uns. Helfen Sie. Niemals. Schämen Sie sich, Bobby Anderson. Schämen Sie sich. Sie haben nichts zu befürchten, F. Wir wollen Ihnen nichts tun. Was haben Sie mit meinem Enkel gemacht? Darf ich es ihm sagen? Wir haben Davy gefunden. Was? Wo? Es ist alles in Ordnung, Daddy. Es kommt bestimmt alles wieder in Ordnung. Ihr habt ihn gefunden. Ja, wir bringen Sie zu ihm, F. Dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie uns helfen oder verlassen wollen. Komm mit uns. Du willst doch Davy sehen, nicht wahr? Ja, komm mit uns, F. Er ist gleich hier drüben. Hier zu suchen. Ich brauchte ein Stück Draht und wollte mir hier einen holen. Und wo ist der Draht? Ich wollte ihn gerade holen. Ich kann Ihre Gedanken zwar nicht lesen, aber ich weiß dennoch genau, was Sie im Schilde führen.
Ich gebe Ihnen einen guten Rat, lassen Sie Bobby in Frieden. Sollte irgendwas geschehen, sorge ich für einen kleinen Unfall. Mit tödlichen Folgen. Willst du nicht mit ins Bett? Nur weil du es noch nicht geworden bist, heißt es nicht, dass ich dich nicht will. Hast du keine Angst, dass ich abhaue? Du kannst nicht abhauen. Und das weißt du auch. Ah!
Nur einen Schluck, nur einen. Es ist soweit. Was? Es ist gerade geschehen. Da, sieh her, ich habe einen Zahn verloren. Siehst du? Du hattest recht. Jetzt werde ich so wie ihr. Fühlst du den Unterschied? Ein wenig. Ja. Es wird schon noch. Es wird schon. Ich kann deine Gedanken immer noch nicht lesen. Versuch es. Dass wir zwei da reingehen. Ja, gleich morgen früh werden wir den Eingang suchen. Nein, ich möchte nicht, dass jemand dabei ist. Wir haben das Ding allein entdeckt, also gehen wir auch allein hinein. Ja? Nur wir beide? Allein? Nur wir beide. Ich habe ein wenig Angst und du? Ja, Bobby.
Bobby. Was? Alles klar? Ja, sicher. Gott, sieh dir das an. Ja. Schaltzentrale? Wodurch dreht sich dieses Ding? Keine Ahnung, sieht völlig verrückt aus. Woher kommt die Energie? Davy! Sieht genauso aus wie im Schatten. Was? Er sieht aus wie Pete, Ruth und Dev, wie alle, die im Schuppen stehen. Du hast dich nicht verändert. Du bist gar nicht wie wir. Das war nur ein Trick. Wie konntest du ihm das antun, Bobby? Wieso? Ich meine, der Hund hat dich geliebt. Pete hat dich über alles auf dieser Welt geliebt, Bobby. Er hat mir geholfen zu werden, was ich bin. Sie alle haben uns ihre Stärke geliebt. Das ist nicht wahr. Ihr habt sie ihm gestohlen. Gestohlen. Ihr seid wie Vampire. Du und deine verfluchten Tommyknockers. Halt deinen Mund. Halt deinen Mund. Ihr wisst nicht, was hier vorgeht, nicht wahr? Sieh dich doch bloß mal um. Sie haben euch doch nur geblufft mit super Ideen. In Wirklichkeit haben sie euch ausgesogen. Und euch wie Batterien benutzt. Halt doch endlich den Mund. Unsere Zukunft. Sie schließen euch an viele Drähte an. An viele kleine Drähte. Und dann zapfen sie euch die Energie ab. Och doch. Wie können Menschen die Energie aussaugen? Die ganze Stadt funktioniert dann nur noch wie eine Batterie, ohne dass es auch nur irgendjemand bemerkt, Bobby. Hör mir jetzt gefälligst zu. Hör mir zu. Ich weiß, dass da noch irgendwas in dir drin ist. Irgendwo tief in dir drin. Ich weiß,
weiß, du kannst mich hören, ich weiß es. Hör mir zu. Wie stimmen sie? Sie sagten mir... Es gibt keine Stimmen. Es gibt sie nicht, Bobby. Hör nur auf meine Stimme. Ich fühle mich vollkommen leer. Sie haben euch eure Kraft weggenommen. Es war nur eine Lüge. Sondern du selbst. Gott kann Feiglinge nicht leiden. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Thank you.
Das ist ihr Mann. Er hat ihm etwas angetan. Dieser Idiot hat den Eingang versperrt. Ihr Mann. Alle Mann jetzt mal weg hier. Warte, Bryant. Nancy, ich habe schon andere Dinge hingekriegt.
sei Dank. Alles in Ordnung. Wo ist Tilly? Es geht ihm schon wieder gut. Du darfst ihn bald besuchen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Nach all diesen Ängsten und Zweifeln, nach all diesen unbeantworteten Fragen und unwirklichen Träumen, machte ich mich auf den Weg in die Heimat. Ein weiter Weg, aber es war der letzte Weg.